So, wir brauchen jetzt aus Lehm und Gravel und Sand machen wir uns wieder Grout. Und jetzt habe ich keine, ja, jetzt habe ich eh keine Steine mehr. Warte mal. Das muss ja eh weg hier. Acht Stück, ja, passt. Jo. Ein Furnatze. Den stellen wir mal hin. Egal. Und das kommt da rein, genau. Und das kommt da rein, sobald das fertig ist. Gut, dann kann ich ja vielleicht in der Zeit, in der das da drin ist. Kann ich ja vielleicht nochmal, warte mal, ich lasse auch mal das Glas hier. Ja, ich lasse das Glas hier. Kann ich ja schon mal hier so ein bisschen buddeln. Also ich hätte hier auf jeden Fall gerne noch eins in die Richtung. Genau, und hier können wir eigentlich auch schon mal alles rausholen. Alles rausholen, was geht. Weil hier kommt dann natürlich wieder Erde drauf, ne? So. Und dann hätte ich gerne Zweierstufen mindestens. Also so. Von der Breite her. Das ist mir ein bisschen gefährlich hier, ne? Ich mach mal hier wieder. Mach mal hier direkt zu wieder. Direkt wieder zu. So, so langsam die Schippe auch kaputt dann. Auch schon mal den Anfang gemacht. So. Dann gucke ich mal, wie weit mein Zeug ist. Okay, 17 Hammer. Reicht das jetzt? Ich brauche noch drei, ne? Warte mal. Achso, ja, Glas kann ich ja hier. 1, 2, 3. Und schwupp. Machen wir. Ja, das reicht. Okay, alles. Ach, was mache ich? Dahin, 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 dahin. Drei Stück. Und das sammeln wir alles wieder ein. Und dann. Ja, doch, hier. Hier war es doch, genau. Gut, prima. Fertig. Nein, Quatsch. Dann können wir nämlich hier den Rest auch nochmal rausnehmen. Und dann, das kann ich auch hier so machen. Können wir hier nochmal draus ein paar, ja, super, zwei Stück. Das lohnt sich ja. Das lohnt sich ja mega. Ja, können wir das hier wegmachen. Und das hier. Immerhin. So, und bevor ich jetzt wieder rübergehe, ja, was mache ich denn? Bevor ich jetzt wieder rübergehe, weil es dunkel wird, hole ich mir nochmal hier den Ingot-Cast raus. Und guck mal, wie viel Eisen ich noch habe. Genügend. Dann machen wir doch mal. Wie viel brauche ich für ein Glascutter 4, ne? Eins. Zwei. Drei.
Und 4. So, gut. Habe ich mein Schild gerade nicht aktiv? Das ist nicht gut. Aber ich glaube, es ist noch früh in der Nacht. Früh am Abend. Noch keine Gefährten zu befürchten. Gut, dann machen wir mal einen Glascutter schnell. Schnell, 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 schnell. War das da? Ach, warum gucke ich denn nicht einfach? Zack. Genau, wunderbar. Oh, ich habe sogar einen Eiren-Ingo habe ich sogar übrig. Und der war in die Kiste hier rein. Den vergesse ich 100%. Der wird bis zum Ende dieses Spiels wieder darin liegen. So, warum ich das mache? Ganz einfach. Ist hier irgendwelches gespawntes Gefiech? Nein, scheinbar nicht. Warum ich das mache? Ganz einfach. Das hier. Da muss, ja, das können wir lassen. Denke ich, das kannst du auch gleich machen, oder? Gucken wir mal ganz schnell, ob wir noch... Was ist das eigentlich? Sprucewood haben? Spruzewood? Sprucewood. Ja, haben wir noch 2 Stück. 2 ganze Stück. Geil. Reicht. Zumindest für die Seite reicht es gerade noch. So, dann haben wir hier nämlich irgendwie nicht das Fenster vor der Wand. Das sah nämlich doof aus. So, dann haben wir noch 2 Fenster. Ich glaube, das ist okay. Ich glaube, das ist okay. Von außen sieht es gut aus. Gut, hier können wir vielleicht noch das Fenster 1 weitermachen. Hier ist okay. Ja, das machen wir auch noch. Mal ganz kurz gucken, dass wir deine Fackel weghauen. Natürlich. Aber dann machen wir die einfach. Oh, jetzt habe ich die in der linken Hand. Dann machen wir die einfach. Wo machen wir die denn dann hin? Dahin und dahin. Ist mittig. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Machen wir das so. Und ein Glas dahin. Ja, das ist doch cool. Das ist doch gut. So, und das gleiche auf der anderen Seite noch. Wir müssten ja eigentlich noch ein Sprucewood haben. Was? Ja, doch. Ein Sprucewood habe ich noch und ein... Nee, warte. Was war das denn? So, und ein Glas hierhin und ein Sprucewood dahin. Dann ist das doch perfekt aufgegangen mit dem Sprucewood. Hört auf, ins Sprucewood zu sagen, ne? So. Gut. Ich glaube, ich finde es gut. Ah, ist besser. Vielleicht müssen wir das sogar hier noch ein bisschen wegmachen, weil wenn ja die Küche hinkommt, vielleicht brauche ich den Platz irgendwie für Regale oder so. Weiß ich noch nicht. Mal gucken. So. Den Glascutter tue ich auch mal hier rein. Uck. Den Glascutter auch mal da rein. Und das andere Glas tue ich oben hin. Zack. Und jetzt müssten unsere Dinger drüben in der Schmiede fertig sein. Warte mal, jetzt habe ich irgendwie habe ich mir jetzt den Desktop hier kaputt gemacht. Wo ist denn jetzt mein ganzes Zeug hin? So, jetzt. Jetzt kann es weitergehen. So. Ab geht's zur Schmiede. So, dann machen wir hier mal draus Dingens, ne? Und dann gucken wir mal, das reicht ja, das reicht. Ich werde wahrscheinlich nochmal Sand und Zeug holen. Hallo Heidi und Stefan mit PH. Schön, dass ihr zuschaut. Habt ihr nichts Besseres zu tun? So, cool. Jawohl, dann machen wir da was hin. Das reicht hinten und vorne nicht.
Misty. Wie viel haben wir denn? Ach nee, warte, ich habe auch noch einen ganzen Packen Graut hier drin, ne? Ja, okay. Naja, vielleicht reicht es doch einigermaßen. Vielleicht reicht es doch einigermaßen, wobei, ich glaube nicht. Wegen einem steige ich jetzt wieder hoch. Was ist denn das für ein Quatsch? Ich lasse das jetzt erstmal. Was ist da? Ist mir ja schon wieder Erde reingefallen. Ja, mir ist da schon wieder Erde reingefallen. Jetzt habe ich wieder flüssige Erde. Und Quatsch. Ah, nur ein Ingo. Okay, alles klar. Ja, also, herzlich willkommen nochmal. Das ist meine Schmiede. Fast fertig. Hier mache ich mir Waffen und Werkzeuge. Schwerter zu Flugscharen und so. Ich baue hier gerade noch das Ding ein bisschen aus. Und der Boden ist auch noch nicht richtig und das Dach ist noch nicht ganz richtig. Da fehlen hier noch so ein paar Feinheiten. Und außerdem ist das Ganze noch halb in den Erdboden versunken. Das muss ich noch freischaufeln hier. Muss ich alles noch freischaufeln. Und während das da drin vor sich hin brutzelt, schaufel ich doch mal frei. Denn das ist die spannendste aller Aufgaben. Oh. Ja, da war ja was. Da war ja was. Ich hoffe mal, da ist jetzt kein Zombie oder so. Sind wir doch schon fast oben. Zumindest an der, auf der Seite. Dann werde ich jetzt, glaube ich, als nächstes mal die Flüsse so umleiten, wie ich mir das vorgestellt hatte. Ja, hier müssen wir natürlich auch noch ein bisschen in die Richtung noch ein bisschen. Beziehungsweise, ich weiß noch nicht, wie ich das mit dem Fluss mache. Ja, hier müsste ich eigentlich lassen. Also hier. Hier noch lassen. Und das kann auf jeden Fall weg. Das kann auf jeden Fall noch weg. So. Schaufel kaputt. Kein Problem, ich habe ein Schärfungskit dabei. So, dann. Das kann hier auch alles weg. Das muss auch alles weg. Der ganze Kram hier. Und da, und da, und da. Weißt du was, wo ich gerade dabei bin, kann ich das auch gerade mal hier drin machen. Weil hier drin soll auch Erdboden rein. Oh. Oh. Habe ich meine Schmiede ja sehr sicher gebaut. Direkt auf eine Höhle. Perfekt. Aber ich wollte hier eigentlich... Nein, egal. Ich mache es erstmal hier wieder zu, bevor hier natürlich irgendwas hochkommt. Hier soll natürlich kein Gras wachsen. Das mache ich dann später. Das mache ich später. Genau. So. Sieht das schon einigermaßen besser aus. Das müsste ich auf der Seite auch nochmal genauso viel freischaufeln. Damit das eben nicht so aussieht, als wäre die Hütte im Dreck versunken. Das heißt, wir machen hier wieder auf der Seite 3. Und dann wieder in einem Zweierrhythmus nach oben gehen. Jawohl. Ich bin schon wieder voll.
Ja, weißt du was? Ich habe keinen Bock jetzt ins Haus zu laufen. Ich tue jetzt gerade mal hier ein bisschen Scheiß in die Kiste rein. Den ganzen Gemüse hier. Komm, den Kappes kann man alles erstmal hier reintun. Zack, 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 zack. Hier können wir noch Kraut draufpacken. 34, ja geil. Da können wir doch wieder ein paar machen. 8. Sehr bärmlich. Sehr bärmlich. Naja, so langsam. Bis wohin mache ich die denn eigentlich? Wie hoch mache ich die denn? Ja, noch eins und dann. Da den Deckel. Du machst dann schon Deckel oder mache ich dann. Ne, eins müsste ich noch hoch und dann den Deckel. Ja. So machen wir das. So machen wir das. So, jetzt gehe ich ins Haus. Jetzt nehme ich natürlich auch. Ich muss schlafen gehen, also nehme ich jetzt auch ein bisschen Krempel mit. Hätte ich ja eigentlich gar nicht alles hier reinpacken müssen, ne? Naja. Ah, warte, ich habe hier noch was. Ich habe ja nicht alles aufgesammelt. Jetzt bin ich wahrscheinlich wieder zu voll. Okay, warte, ich schmeiß die Erde hier weg. Hier ist noch was. Hier ist noch was. Noch mehr Erde weg. Und noch mehr Erde weg. Granit weg. So. Jetzt aber schnell heim. Und gute Nacht. So. Dann. Ach, ich bin so doof, ne? Ah! Ein Zombie-Kind. Ich bin so doof. Jetzt habe ich den ganzen Kram mitgenommen und doch nicht in den Kühlschrank gepackt. So, hier, mein ganzes Gemüse. Sunflower? Gehört da nicht rein. Karten gehört da auch nicht rein. Das gehört hier rein. Warte mal, die Sonnenblume tue ich wohin? Ja, zu den Sonnenblumen. Hä? Wo? Wann ist der Zombie? Wo zur Hölle war der Zombie? Da ist er ja. Wo kommen Sie denn her? Wo kommen Sie denn her? Au, au. So, Zombiefleisch, geil. Das kann ich mir wieder aufhängen zum Trocknen. Dann gibt es nämlich schönes Beef Jerky. Geil. Sieht das gut aus mit dem Fenster hier? Das ist fast ein bisschen groß, oder? Ah, jetzt ist es so. Jetzt ist es halt so. Ah, doch, das sieht schon gut aus. Da fehlen nur noch andere Fenster. Das ist eher das Problem. Das ist eher das Problem. So. Jetzt sammle ich meinen Krempel wieder auf. Den brauche ich nämlich unbedingt. Erstmal ein Kartoffelchen essen. Und dann weitergraben. Irgendwer muss ja. Ah.
Noch mehr Gemüse, ne? Ah, Leck! Puh. So, gut. Was war das denn? Ein Knochen? Ich habe einen Knochen hier gefunden. Wer hat denn hier seinen Knochen verbuddelt? Elliot? Hey,